Der Bayerische Wald. An diesem Parkplatz an der B12 ist von ländlicher Idylle jedoch wenig zu spüren. Christian Moosbauer und Martin Resch von der Polizei Freyung nehmen heute LKW genauer unter die Lupe. Den schauen wir. Der wird jetzt kontrolliert. Möglicherweise Überladung, wenn man so von der Weiten sieht. Hier, nahe der Grenze zu Tschechien, nutzen besonders viele LKW die B12. Regelmäßige Kontrollen zeigen, häufig mangelt es an der Sicherheit. Guten Morgen. Sprechen Sie Deutsch? Wigicek, Technicek, Obschanski, Lizenz und CMR. Speziell ist da die Überladung und Ladungssicherung ein Problem. Da wird natürlich möglicherweise auch einmal eine Fahrt eingespart und dann wird dementsprechend auch die Überladung in Kauf genommen. Der hat eine interne Waage an Bord, also bei Beladung kann er überprüfen, wie viel habe ich drauf. Und genau auf diese Waage will Christian Moosbauer jetzt einen Blick werfen. Das Problem ist, jetzt momentan knapp 48 Tonnen. Und in Deutschland sind nur 40 Tonnen erlaubt. Doch der Parkplatz ist leicht abschüssig. Die interne Waage zeigt vermutlich mehr an als das tatsächliche Gewicht. Fragt sich nur, wie viel. Gut, dann fahren wir. Genau. Zur neu gelegenen Waage nach Freyung. Wir fahren jetzt mit Ihnen nach Freyung. Wir haben bitte Folgen am Fahrzeug und Sie fahren uns nach, bis wir auf der Waage sind. Okay? Okay. Dankeschön. Die Gefahr bei der Überladung besteht eigentlich generell darin, dass wir Verkehrsunfälle oder problematische Situationen für die auf der Straße befindlichen Fahrzeuge und Personen schaffen. Der LKW ist vermutlich um einige 1000 Kilogramm zu schwer. Dann bin ich jetzt gespannt, was rauskommt. Also ich denke mir, dass wir bei 45 plus hängen bleiben. Ja, circa. Durch die neuen Fahrzeuge kann sich kein Fahrer mehr rausreden, dass er nicht abschätzen kann, wie viel er drauf hat. Durch die interne Waage kann er das sehr wohl. Er hat auf alle Fälle einen Anhaltspunkt und wenn seine interne Waage schon 48 Tonnen anzeigt, dann sollte er wissen, dass er so nicht unterwegs sein darf. Zielort ist ein Heizkraftwerk in Freyung. Es verfügt über eine Waage, die die Polizei nutzen darf. Keine Bremse, nichts Bremse. Okay, Moment. Der Verdacht bestätigt sich. 46,9 Tonnen, 46.920 minus 60 Kilo Toleranz für Waage, 46.860 durch 40.000, 17,15% Überladung. Okay? Ja. Das ist Anzeige, Bußgeldanzeige. 140 Euro, einen Punkt, plus Gebühren und Auslagen kommen dazu. Mhm. Also komplett 168,50 Euro. Ja, passt. Okay. Gut. Willst du bezahlen mit Karte oder Bar? Ja. Fast 7 Tonnen Übergewicht sind kein Pappenstiel. Der Bremsweg verlängert sich da um einiges. Dann ist das die Quittung. Einmal Quittung und einmal bezahlen. Der LKW muss umgeladen werden. Da hat er schon einen anderen Chauffeur verständigt, der mit dem Kran kommt und dann wird umgeladen. Ja. Und dann geht es weiter zum Abladeort, oder? Jetzt muss der LKW schnell runter von der Waage, denn der nächste Holzlaster wartet bereits. Der hat gefühlt ein ganzes Waldstück geladen. Okay, okay. Keine Bremse, nichts Bremse, okay. Also was wir jetzt hier sehen, ist ein Fahrzeug, das auch noch einen Kran gleich mit dabei hat. Das erschwert das Fahrzeug grundsätzlich schon mal noch um bis zu 2 Tonnen. Und so wie es jetzt aussieht, hat das Fahrzeug sogar noch mehr geladen als das Fahrzeug, das wir jetzt gerade verbogen haben. Also wir gehen davon aus, dass der noch schwerer ist. Die Waage selber müsste ja jetzt eigentlich das Gewicht anzeigen, aber was wir sehen, die Waage zeigt einen Fehler an mit Overload. Das heißt, wir haben die 50.000 überschritten. Das Fahrzeug,
lässt sich also hier nur einzeln verbiegen und das wird jetzt in der Folge durchgeführt. Auch hier liegt keine Ausnahmegenehmigung vor. Das bedeutet, 40.000 Kilogramm wären die Obergrenze. Stopp! Die Zugmaschine mit Ladung wiegt allein schon mehr als 28 Tonnen. Also jetzt kommt die zweite Verbiegung. Wir fahren jetzt mit der Zugmaschine von der Waage runter und dann steht nur noch der Hänger drauf. Stopp! Stopp! 28 Tonnen bei der Zugmaschine, 23 beim Anhänger. Also nach der Feststellung bei diesem LKW sind wir bei einer Überladung von 28,5%. Kostet 285 Euro für den Fahrer und einen Punkt. Das ist eine satte Überladung und was ihn jetzt auch noch erwarten wird, ist Gewinnabschöpfung. Das heißt, dieser Vermögensvorteil, den sich die Firma dadurch erlangt hat, dass sie nur mit einem Fahrzeug fährt, obwohl sie zwei benötigt hätte für dieses Transportgut, wird abgeschöpft. Somit, wenn der 30 Festmeter a 17 Euro berechnet, dann bin ich irgendwo in einem Bereich von 700 bis 800 Euro. Die bezahlt allerdings nicht der Fahrer, sondern die Spedition. Zurück an der B12. Christian Moosbauer winkt den nächsten LKW raus. Der kam ihm um einiges zu schnell vor. Auf Bundesstraßen gilt für alle großen LKW Höchsttempo 60. Hallo. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Verkehrskontrolle. Rigicak, Technicak, Obschanski, CMR und Lizenz. Komplett alles. Komplett alles, bitte. So. Okay, danke. Kollege macht Check vom Tachograph. Okay. Gerne, Moment. Und wir machen noch kurz Ladung. Ladung. Der hat jetzt nur Leergut drauf, Gitterbox, Paletten. Schauen wir, ob die ordnungsgemäß gesichert sind. Christian Moosbauer checkt die Ladung. Martin Resch, den Fahrtenschreiber, auch Tachometer genannt. Bis vorne. Komplett, ja, bis vorne. Komplett. Okay. 60 Stück. Okay, gut. Also ist formschlüssig geladen. Er hat 60 Paletten drauf. Das geht bis vorne durch, bis zur Stirnwand. Formschlüssige Ladung, alles okay. Gut, dann schauen wir wieder nach vorne. Dort wartet Martin Resch im Führerhäuschen des LKW auf Ergebnisse. Ich hatte einfach den Eindruck, dass der LKW-Fahrer, so wie ich ihn aus dem Augenwinkel wahrgenommen habe, einfach etwas schneller war als das, was er vielleicht hätte fahren sollen. Jetzt müssen wir warten, was die Auswertung grundsätzlich ergibt. Der Fahrtenschreiber dokumentiert neben den Fahrzeiten und Pausen auch, wie schnell der LKW zu jeder Zeit unterwegs war. Ob Martin Resch mit seiner Vermutung richtig lag? Jeschi. Geschwindigkeit kontrolliert, das von hier 3 Kilometer zurück. Das ist die Strecke, die runterführt. 70, klar. Ja. Und dieser Bereich ungefähr 92. 92? 92. Mit Toleranz 6 zurück, das ist Geschwindigkeit 86, 26 km/h zu schnell. Die B12 im Bayerischen Wald nahe der Grenze zu Tschechien. Christian Moosbauer und Martin Resch von der Polizei Freyung ziehen einen LKW aus dem Verkehr. Auch ohne Messgerät war ihnen klar, der ist schneller gefahren als erlaubt. 26 km/h zu schnell. Das kostet ungefähr 200 Euro. Insgesamt wird das Bußgeld oder beziehungsweise die Sicherheitsleistung, die wir jetzt einbehalten, 203,50 Euro betragen. In Tschechien, weil dieses schnell passt, ist gut. Hast du vergessen, oder? Dass in Deutschland nicht so schnell fahren darf? Ja, kann ich sagen, ja, ich bin vergessen. Aber es geht nicht. Ja, in Deutschland ist 60, ich weiß. Ein teurer Denkzettel. Und weil der Mann in Tschechien wohnt, muss er die Summe an Ort und Stelle bezahlen. Das gilt für alle Verkehrssünder ohne festen Wohnsitz in Deutschland.
kostet 203,50 Euro Bußgeld. Du kannst sagen, okay, ich habe Fehler gemacht, oder du sagst, nein, will nichts dazu sagen. Okay. Für den Mann kein Pappenstiel. Für diese Summe muss er 3 bis 4 Tage arbeiten. Zahlung erfolgt, alles okay. Du bekommst hier auch einen Punkt in Deutschland im Verkehrszentralregister, also diese Strafe und einen Punkt. 7 Punkte darfst du haben und ansonsten mehr wie 7 Punkte musst du einen Monat Fahrverbot rechnen. Okay? Okay. Hast du schon Punkte in Deutschland? Boah, ich habe keine Ahnung. Schon mal bezahlt in Deutschland? Wie oft schon bezahlt in Deutschland? Ja, einmal oder zweimal. Einmal, okay. Aber, ja, keine großen Probleme. Okay. Aber nicht öfter. Okay. Gute Fahrt, alles Gute. Danke. Tschüss. Das leider noch. Nach 3 Stunden auf diesem Parkplatz hat sich die Kontrollstelle unter den Lkw-Fahrern herumgesprochen und ist, wie die Polizisten es nennen, verbannt. Also Positionswechsel. Christian Moosbauer und Martin Resch kontrollieren jetzt direkt auf der B12. Überholt ihr jetzt? Ja, tatsächlich. Also jetzt haben wir tatsächlich einen Überholer im Überholverbot für LKWs. Der Kleine zwischen dem Roten und dem Blauen hat jetzt soeben den Blauen überholt, obwohl er es nicht dürfte. Das heißt, wir müssen jetzt einmal dem Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass er hier gerade was falsch gemacht hat. Hier ist das Überholverbot für LKWs nochmal wiederholt. Der mehrspurige Bereich ist grundsätzlich Überholverbot für LKWs und das werden wir jetzt dem Fahrer des kleineren LKWs zur Last legen. Solche Elefantenduelle sind gefährlich. Ein unnötiges Risiko, das sich für den LKW-Fahrer nicht gelohnt hat. Also LKW-Überholverbot ist ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro, einen Punkt. Tschechischer Staatsangehöriger, sieht man am Kennzeichen schon vom LKW, wird mit einer Sicherheitsleistung von 98,50 Euro dabei sein und bekommt im Verkehrszentralregister in Deutschland einen Punkt. Denn zu dem Bußgeld kommt noch die Bearbeitungsgebühr. Und für beides muss der Fahrer die Sicherheitsleistung jetzt vorstrecken. Hallo, grüß Gott. Guten Tag. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Schwach. Ein bisschen. Verkehrskontrolle Rigicak, Technicak, Obschanski. Ladung werden wir dann auch noch überprüfen. Haben Sie dieses Schild gesehen? Ja. Haben Sie gesehen? Warum? Warum überholen? Oh. Ich bin ein Idiot. Ne? Okay, Sie haben einen Fehler gemacht. Okay, gut. Zeigen Sie uns bitte die Ladung. Schaut gut aus. Er hat sich Gedanken gemacht über ordnungsgemäße Ladungssicherung, die nicht zu beanstanden aus meiner Sicht ist. Also, dann sind wir einer Meinung, Ladung ist okay, vorm Schluss nach vorne, vernünftige Sicherung der übrigen Ladung, dann können wir das so lassen. Bleibt das Überholmanöver. Okay. Bezahlen mit Cash oder Cash? Okay. Karte ist auch okay. Karte? Der hat sofort seinen Fehler eingesehen und auch eingeräumt. Er ist einsichtig. Der Hinweis, dass er jetzt insgesamt 98,50 Euro als Bußgeld in Form der Sicherheitsleistung zu entrichten hat, das nimmt er an und er holt jetzt für die Kartenzahlung seine EC-Karte bzw. Visa-Karte.
Martin Resch versteht solche Überholmanöver nicht. Der Zeitvorteil lediglich ein paar Sekunden. Ungleich höher ist das Risiko, das er dadurch für sich und für andere eingeht. Der Überholvorgang an sich ist deswegen gefährlich für LKWs, die gegenseitig sich überholen, weil nachfolgende PKWs nicht damit rechnen. Und wenn der jetzt noch unvermittelt vielleicht auf die Gegenspur zieht, haben wir dann Situationen, die dann wieder zu einem Verkehrsunfall oder Ähnlichem kommen oder führen könnten. Pot bis Prosim. Okay. Ich habe noch etwas. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Martin Resch will dem Fahrer mit einem Dashcam-Video verdeutlichen, welch verheerende Folgen der Überholvorgang eines LKW haben kann. Die Situation, die wir hier jetzt gerade beanstandet haben, ist 2019 mit einem beinahe katastrophalen Verkehrsunfall bei uns auf der B12 im Bereich Freyung passiert. Der Fahrer selber konnte dann letztlich festgestellt werden. Das Ergebnis der Verhandlung brachte dann eine Haftstrafe für diesen überholenden LKW-Fahrer von 2 Jahren und 3 Monaten ein und natürlich auch einen Führerscheinentzug und eine Strafe ansonsten noch dazu. Um ein Haar wäre der LKW frontal in einen entgegenkommenden Schulbus gekracht. Das darf nicht passieren, das ist gefährlich. Okay? Okay, jetzt müssen wir dann abkommen. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Zeit immer Problem, aber ja. Viel zu gefährlich. Okay? Genau, nächstes Mal bitte nicht machen. Und ich denke auch beim Herrn ist es jetzt angekommen, er wird es in Zukunft unterlassen und ich bin guter Dinge, dass er sich auch dran hält. Okay, Ihre Papiere, das zurück. Kontrolle, Finish. Und jetzt fahren Pomalu und Nasledano. Wiedersehen. Jetzt langsam. Eine Kontrolle, die hoffentlich Wirkung zeigt, damit die B12 trotz der vielen LKW für alle Verkehrsteilnehmer wieder sicherer wird.